So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei der nächsten Folge von Cult of the Lamp und ist auch direkt ein Sub reingekommen. Notabell, Dankeschön, denn das ist ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, der Hüte um Nachträglich hochgeladen. Fragen im Chat, die lese ich vor, damit ihr Hüte wisst, was gefragt wurde. Wir sind hier noch drin. Und in der letzten Folge hatte ich gesagt, wir machen hier nochmal, also zuerst mal die Predigt, keine Frage. Dann bauen wir die nächste Doktrin noch aus und ich bin mir am Überlegen, die Gehirnwäsche, die wir in der letzten Folge geholt haben, zu aktivieren, um zu gucken, ob das Adler hilft, wieder auf den rechten Pfad zu kommen. Unser Abtrünniger hier noch bei uns. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Notabell, danke nochmals für 29 Monate. Dankeschön. So, wir haben schon ziemlich viel voll. Wir machen mal Besitztümer. Ich will mal gucken, welche Richtung es da geht. Einen Zehnten abnötigen. Schalte die Anhänger, den Zehnten haben frei. Sammle einmal täglich von einem Anhänger Gold, also Münzen ein. Oder schalte die Anhängeraktion Anhänger bestechen frei. Bestich einen Anhänger mit 3 Münzen, um seine Loyalität zu erhöhen. Das ist Geld, was wir eintreiben. Das brauchen wir schon. Das ist schon wichtig. Das ist wichtig. Wichtig und richtig. Den Zehnten abnötigen. Let's go. Gib Geld, dann glauben. Genau so. Ah, schau an, dafür brauchen wir Pilze. Mehr Pilze. Wir haben nicht nur Pilze. Gut, aber ich glaube, wir hatten eh noch ein paar angepflanzt, wenn ich mich nicht irre. Naja, so weit kommst du noch. Da streiten sich zwei. So. Genau, ich wollte das noch ausbauen. Und dann bin ich wieder knapp bei Kasse. Irgendwie sind alle müde, weil sie die Nächte durchgearbeitet haben. Destruktiv, dankeschön für 7 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So, Adler. Wirst du jetzt gehorchen? Das reicht, glaube ich, noch nicht ganz, ne? Das reicht noch nicht ganz. Schade. Ach, schade, schade. Ja, hier die Steine, bitte. Aber es gehen uns die Ressourcen auch langsam wieder aus. Nö. Und die Nahrung, mein Gott. Also, wir kochen noch und dann machen wir uns direkt auf die... Mission. Wir könnten eigentlich auch mal ein Festmahl veranstalten. Also, Ritual, das haben wir auch noch. So. Guten Appetit. Ah ja, und die Klos putzen noch. Warum muss ich eigentlich die Klos putzen? Stimmt doch irgendwas nicht. So, jetzt aber. Gehen wir den großen bösen Buben töten. Wir müssen nämlich noch einen. Das ist der letzte hier. Dann können wir gegen ihn kämpfen. Ich bin gespannt. Also gegen sie, seine Frau. Ich werde nicht dasselbe Schicksal erleiden wie Leshy. Doch, komm in meinen Tempel. Du wirst den deinen auf die Schlachtbank folgen. Nö, 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 nö. Nö, nö. Ah ja, nice kritische Trefferchance. Ah, ist das Frost? Yes, baby. Das ist das, was wir in der letzten Folge freigeschaltet hatten. Wer bist du denn? Hallo, mein Kind. Ich kenne dich. Bist du ein Freund von Rattau? Ja. Ich kenne diese Krone. Auf deinem Kopf. Rattau hat mir alles... Warum? Alles über dich erzählt. Ich bin unterwegs zu ihm. Um eine Runde Astragoil... Gaul... Galoi. Astragaloi zu spielen. Mein Gott. Ich habe Schulden zu begleichen und Schulden zu machen. Okay. Ah, das ist ein neuer, gegen den wir kämpfen können. Also spielen können.
Ich nehme das Fleisch noch mit, ne? Passt schon. Brauchst du ja nicht. Wir können jetzt theoretisch einfrieren. Ich glaube, das ist semi-optimal, ne? Echt jetzt? Au, okay. Moin. So schnell verliert man Lebenspunkte. GZ. Am Tag erhöht sich der Schaden um 20 Punkte. Ja, let's go. 20 Punkte, 20%. 20 Punkte. Ich sehe dich! Okay. Ein paar Knochen dabei. Jetzt sind wir hier runter. Ja, da könnten wir wieder was opfern, ne? Ich mag das eigentlich total, weil es hier so ein paar Knochen zum Mitnehmen gibt. Das ist immer ganz gut. Oh, was habt ihr mir gegeben? Ich hab's nicht gesehen! Der Chat hat mir irgendwas gegeben. Unverwundbarkeit für 30 Sekunden. Ja, kacke. Die kann ich jetzt gar nicht richtig auskosten. Los! Jetzt bin ich nicht mehr unverwundbar. Ich mach so unverschämt viel Schaden. Er crittet auch zwischendurch mal, ne? Das ist halt einfach die Klinge. Ich zwischendurch denke, lass mal critten. So. Viel Money. Weiter geht's. Wir sind tatsächlich knapp bei Holz. Kaki? Wir könnten Kaki holen gehen? Was zum Kuckuck ist das denn? Wenn ich Kaki hole, kann ich das nicht hier raus. Ich will hier hin. Das heißt, wir machen das, Schwert und dann hoch. Finde ich gut. Ich will das Kaki holen. Ihr scheißt mir die Bude schon genug voll. Da brauche ich jetzt nicht, echt nicht noch Kaki holen. Ihr seid mir auch. Das ist absolut nicht notwendig. Knochen? Hab ich auch mitgenommen. Absolut mal wieder. So, das Symbol sind Knochen. Kann sein. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich muss diese blöde Quest noch fertig machen, ne? Diese Hummer. Das ist schon seit Ewigkeiten eingeblendet. Hallihallo. Angriffstempo wieder erhöht. Ne, wir machen mal die Karte. Mal kurz gucken, ob mir das wirklich was bringt dann. Ach, kacke. Direkt reingerollt. Da sage ich nicht nein, wenn wir 10% Chance haben, keinen Schaden zu erleiden. Crit, crit.
Die Karte oben rechts ist aufgedeckt. Ja, das ist Supi. Doppelte Münzen. Jener, dem du dienst, das Monster, das wir in Ketten gelegt haben, wird keine Ruhe geben, bis alle vier von uns tot sind. Du magst vielleicht meinen Bruder Leshy getötet haben, aber mich wirst du nicht kriegen. Und du wirst auch nicht in die Nähe der anderen Bischöfe des alten Glaubens kommen. Wir sind bei weitem älter und mächtiger, als unser werter Bruder Leshy es war. Deswegen habe ich ja auch ihn zuerst getötet. Kacke. Ja, hey, hallo, wo ist meine Rolle? Ja, in die Richtung wollte ich eigentlich gar nicht. Hier, da war ich wohl nicht schnell genug. Also je schwieriger es wird, desto weniger sicher bin ich mir. Ah, mein Tod hat. Och, okay. Gar nicht gut. Mein Tod hat den Glauben geschmälert, ne? Was macht das hier? Erhöht das Wachstumstempo auf allen Ackerparzellen in Reichweite. Das bauen wir. Scheiße. Die ist so ungünstig. Ja, Fritz ist wieder da. Ich habe es geschafft, Anführer. Ich bringe das Gewünschte von meiner Mission mit. Perfekt. Ja, nice Münzen. Sehr gut. Du bist jetzt müde, du darfst schlafen gehen. Anführer, die neuen Anhänger haben sich allzu sehr an einen bestimmten Lebensstil gewöhnt. Unzufrieden formt dein Charakter. Ich würde für... What? Unfrieden, Entschuldigung. Formt dein Charakter. Ich würde für eine Weile einfach Mahlzeiten vorschlagen. Einfache Mahlzeiten? Na gut. Wie mache ich das? Machen wir einfache Mahlzeiten. Gras. Gemüse. Was zählt denn als einfache Mahlzeit? Du lebst noch? Naja, du lebst wieder. Du bist gestorben nach einer Mission. Wir haben dich aber zurückgeholt. Vermutlich mit einem Stern, das vermute ich auch. Ja, hier sind sie. Chance, dass ein abtrünniger Anhänger sich wieder einreiht. Interessant. So, komm, wir machen die noch. Das ist auch ein Stern. Damit dürfen wir es abgeschlossen haben. So. Unas, ja. Also Unas, jetzt hast du was für mich getan. Jetzt musst du was für mich tun. Und zwar zwei Dinge. Du rückst mal Geld raus. Na ja, hallo? Achso. Das geht nicht. Dann musst du was anderes für mich tun. Wo ist Unas? Hier. Münzen holen. Viel Spaß.
Adler! Da ist er wieder. Nicht länger ein Abweichler. So, dann können wir dich entlassen. Moment. Du wirst beten. Und zwar Tag und Nacht. Du kriegst dieses Geschenk hier. Du musst nie wieder schlafen. Du wirst Tag und Nacht beten für den Glauben. Als Bestrafung dafür, dass du ein Abweichler warst. Und da du Tag und Nacht beten wirst, ich will mal gucken, ob ich dir Meere geben kann. Schneller Hingabe. Ich habe bereits eine Halskette, ich liebe sie, okay. Ah, da hast du es, du liebst sie. Thema beendet. So, wir geben Haze nochmal. Was? Wo haben wir denn? Ja, du wirst schneller Hingabe machen. Oh, Muli, du bist alt geworden. Wo ist eigentlich jemand krank? Ja, Mensch, Fritz, wenn du Schlaf brauchst, geh schlafen. Ab ins Bett mit dir. Und Holidev, du musst so oder so ab ins Bett. Los. Das geht ja gar nicht. Ja, einmal eine Predigt. Ich bin mir übrigens am Überlegen, ob ich mein Vlies ändern soll. Es ist zwar schön, mehr Schaden zu machen, aber ich sterbe ab und an auf der Mission, einfach weil ich doch recht viel Schaden kriege auch. Finale Aktion für den Abtrünnigen. Ja, er muss seine Sünden wieder ausgleichen. Pilze! Mit der Gehirnwäsche werden wir den Glauben stabilisieren. Okay. Ja, kacke verdammte Axt nochmal, ne? Oh, kehre zu Sozo zurück. Wir haben sogar eine Mission von ihm gehabt. Tja. Ich will noch ganz kurz gucken, ob ich noch was bauen kann. Moment. Hier, das hier. Hier erwischt er tatsächlich alle, ne? Ne, die hier hinten erwischt er nicht. Gucken, dass wir genug Nahrung kriegen und so, ne? Hm. Okay, folgendes. Wir gehen ganz schnell fischen, weil ich will diese andere Quest endlich mal weg haben. Hallihallo. Hier. In Hummer. Gib mir in Hummer jetzt. Okay, so wie dazu. Sieht das aus wie ein Hummer? Ich glaube nicht. Da ist ein Riesenfisch aufgeploppt. Habt ihr den? Das ist er, den brauchen wir.
Und wenn es sein muss, dann fische ich alles leer. Das ist sicher der Hummer. Das sieht man auch schon an der Schattierung. Das ist ganz klar Hummer-Schattierung. Das ist so Hummer-Silhouette. Ganz klare Hummer-Silhouette. An der Schattierung. Ich bin auch Schattierung. So, komm, beiß an. Du Hummer, du. Mann, kacke Axt, verdammte. Wie selten sind denn Hummer? Ich habe aber auch Pech. Gibt's überhaupt Hummer hier? Kann ich Hummer auch irgendwo kaufen? Und so tun, als ob ich... ob ich sie geholt hätte. Mann. Kann ich die Mission dann irgendwie ausblenden oder so? Quest. Ja, ich verfolge die Quest jetzt nicht mehr. Der Twitch hat wieder mein Schicksal. Ritualabklingzeit wurde zurückgesetzt. Ach cool. Ihr wollt einfach alle wiederbelebt werden. Also gut, wen holen wir? Wir nehmen Not a Bear, weil er da ist, weil er... Du hast direkt am Anfang der Folge gesappt. Also nicht, dass es das jetzt beeinflusst, aber dann weiß ich, du bist da und du freust dich, wenn ich dich wiederbelebe. War nicht so. Wir kommen zurück. So, ganz kurz, wo bist du denn jetzt? Bist du gerade aufs Kackhaus gegangen? Nein. Okay, Muli ist nicht mehr allzu lebendig. Sollen die Muli opfern? Bin schon versucht. Wo bist du denn jetzt hin, Mensch? Ah, hier. Ich wollte dir eigentlich noch was geben. Wir gehen ganz kurz zu unserem pilzigen Freund. Den Uber nicht verspeisen will. Ja, bin ich mal überlegen. Du hast es getan, oder? Du hast die Macht der Pilze gekostet. Ja, du bist genau wie Sozo. Sozo weiß, dass du ein Freund bist. Ich rede halt nicht so viel von mir selber. Hier, nimm das. Ein Zeichen der Freundschaft zwischen zwei Gehirnwäsche-Pilzliebhabern. Pass gut drauf auf. Du kannst niemandem vertrauen. Niemandem! Aber warum sind wir dann Freunde, wenn wir niemandem vertrauen können? So. Ich möchte dir etwas anderes geben. Etwas, das deine unsterbliche Liebe für die Pilze und ihre unbegrenzten Möglichkeiten symbolisiert. Aha. Viel zu teuer, um das zu bauen. Akt's.
Du musst dich nicht so bei so zu bedanken. Nicht bei so zu bedanken. Bau es bei deinem Kult und komm wieder zu mir zurück. Sozu wird dir ein letztes Geschenk machen. Ach so! Sozu ist immer fair. Bezahle immer seine Schulden. Nicht so wie dieser Lügner dort draußen. Er hat sie doch nicht alle. Okay, wenn wir das Pilzdings bauen. Ja, nice. So, dann können wir hier noch einmal das Spiel spielen gegen diese Schlange. Wahrscheinlich auf höherer Schwierigkeitsstufe, deswegen gehen wir jetzt hier rein. Hallihallo, da spielen sie schon miteinander. Gut, gut, Kind, du hast deinen Weg hierher gefunden, Lust auf ein Spiel. Aber sei gewarnt, ich mache ernst. Schwierige Schwierigkeitsgrad, ja, let's go. Das Lamm wirft zuerst. Ich bin das Lamm. Ich hätte die 1 nicht zerstören sollen, das war dumm von mir. Hätte ich die 1 nämlich gelassen, dann hätte ich ihn dadurch blockiert. Ich brauche eine 6, um die kaputt zu machen. Alter, ich würfle aber auch nur Shit. Ich hab verloren. Ich muss die tiefen Zahlen liegen lassen bei ihm und die hohen Zahlen versuchen rauszukicken. Aber wir haben noch nichts gewettet. Aber in Wahrheit ist es so, ich habe extra verloren. Um ihn jetzt voll abzuziehen. Ihr müsst gucken. So wie Ratau mich beim letzten Mal. Ha, genau wie es mir dachte. So. Höchster Einsatz. Kann ich nichts wetten hier? Nee, ich kann nichts wetten, okay. Jetzt, dann ziehen wir ihn einfach jetzt ab. Jetzt müsst ihr gucken. Jetzt lege ich richtig los. Vielleicht muss ich ihn vorher besiegen, bevor ich wetten kann. Ah, das stimmt. Das könnte noch sein, ne? Ich kann mich hier nicht behindern, ne? Das heißt, wenn ich ihm hier nichts wegnehme, dann habe ich hier eine 5 und eine 6 drin, ne? Gut ist. Ich mach den mal hier rein, weil ich gucken will, ob ich hier noch irgendwie so richtig hohes krieg. Wir führen aktuell, wenn er mir jetzt nichts kaputt macht und nichts... Okay, ich hab's aber gewonnen. So, vielleicht hast du recht. Ja, ich hab gewonnen, Subi. Was? Ich schätze, du nimmst das besser. Ah, doch, wir mussten einmal gegen ihn gewinnen. Haha. Immun gegen Gift. Ja, nett. Eine weitere Karte. Du hast recht, jetzt kann ich um Geld spielen. Keine Münzen, nee, wir wetten das volle. Volle Kanne rein. Jetzt haben wir ihm gezeigt, wo der Hammer hängt. Wo die Schlange im Pfeffer begraben ist. Ich hab's nicht so mit Wortspielen. Okay, jetzt zerstört mir nicht die 4. Das ist mal ein Ding, hä? Uff.
Das muss ich rauskicken, wenn ich kann. Aber wenn er eine 4 würfelt, dann schmeißt er mich da instant raus, ne? Ich mach das so. Das Risiko ist mir zu hoch. Eine 1. Wenn ich eine 5 würfle und das hier komplett schließe. Okay, damit hat sich das erledigt. Ja, machen wir das. Das ist gut. Er muss jetzt zweimal eine 4. Reinkicken. Yes, baby. Here we go. Ciao, ciao. Ja. War für ihn aber bitterer. Ich werde die zwar nicht kaputt machen, weil die 1 ist halt echt nicht viel wert. Und solange wir so führen. Verdammte Axt nochmal. Wie kann man so viel Glück haben? Was würfel ich denn Einsen nacheinander, Mann? Nee, das ist doch ein hochgradig abgekartetes Spiel hier. Das ist doch hochgradig abgekartetes Spiel hier. Diese verdammte Sch... Der bescheißt bis zum geht nicht mehr. Das ist alles nicht, das stimmt einfach nicht. Kein Mensch wirft so, ja gut, ist ja auch ein Lamm. Kein Lamm wirft so häufig eine 1. Nope, nope. Rematch? Nee, der betrügt, fertig. Cheater ist er. Diskussion, Ende. So. Ist Fritz wieder ready? Können wir Fritz losschicken? Ja, Fritz ist wieder ready. Let's go. Nee, Fritz ist noch nicht ganz fit. Ist erschöpft. Wen schicken wir denn los? Komm, Hayes, du gehst los. Bring mir Münzen. Los. Das Geld, was ich verloren habe, muss wieder reingeholt werden. Müssen die Alten noch opfern. Was ist das? Ah ja, genau. Oh, das ist eine schöne Flagge. Machen wir die? Wie viel kostet die? Nur 3 Holz. Ja, natürlich bauen wir die. Hallihallo. Ja, ich komme gleich. Ja, hinter dem Totem will jemand was von mir. Ja, jetzt reden sie miteinander. Wir müssen Muli übrigens jetzt dann gleich noch opfern. Also wir bauen den Tempel aus, verbessert deinen Tempel und den Schrein. Erhalte mehr Hingabe und ermöglicht mehr Anhänger zu. Ah, wir müssen mehr beten können, das ist gut. Beten ist wichtig. So, wunderbar. Baut es aus, macht es größer. Wow, mega schön. Ja, da freuen sich alle. Vor allem ist es wichtig, Muli durfte das noch miterleben, ne? Dass Muli das noch miterleben durfte. Kurz vor dem, dass er jetzt geopfert wird.
So. Ubi, also, was machen wir denn? Drei neue Flüche. Nex hat all sein Geld verspielt. Das stimmt gar nicht. Das war Spielgeld. Das war dazu da, um es zu verspielen. Okay, wir suchen mal ganz kurz Lester. Der schuldet mir noch Kohle. So, Opfer des Fleisches. Die Alten werden geehrt, indem dass wir sie opfern. Muli, du hast lange und gut gedient. Casino-Stream, Gottes Willen, nein, bloß nicht. Heiland Donner, das gibt so viel Stuff, ne? Es ist Wahnsinn. Drei neue Flüche tauchen auf. Du kannst mich in den Knast stecken oder opfern, aber Geld kriegst du keins von mir. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, Lestat? Wir suchen dich jetzt. Hier bist du. Lestat, gib mir mal ein bisschen Geld. Zwei Münzen habe ich von dir gekriegt. Das ist sehr nett von dir. Das ist wahnsinnig nett von dir. Wird das super. Da tanzen wir direkt mal drauf. So viel dazu. Diese verdammten Pilze, Mann. Wie alle reinschauen, ne? Aber voll gut, Fritz, wie du hier arbeitest. Mega nice. So, wir versuchen gleich nochmal mit dem Kreuzzug loszugehen, ja? Ich will hier nur noch ganz kurz alles mitnehmen. Ernten. Neue Pflanzen. Und dann flitzen wir los. Ah, Essen machen wir vorher noch für euch. Nein, mein Geld! Ja, naja, ja, da ist es. Weg ist es. So, Nahrungsmittel. Miese Fleischmahlzeit, Gemüse. Wow, köstliches Fischgericht. Durchschnittliche Fischmahlzeit. Machen wir das mal, damit ihr hier mal was Anständiges habt. Let's go. Richtig lecker. So, essen Sie was. Warte, wir müssen kurz reden miteinander hier. Ja, Notteberry ist natürlich überglücklich, dass er wiederbelebt wurde. Lasst das fallen. Warum habt ihr eigentlich rote Augen, wenn ihr esst? Was waren das für Pilze, bitte schön, die ich euch gegeben habe? Ihr habt rote Augen, wenn ihr was esst und ansonsten... Sieht ja auch nicht wahnsinnig dufte aus. Waren ja nur. Da ist drum. Ich muss nochmal Krieg führen. Los geht's. Ich muss den nächsten töten. Ansonsten komme ich hier nie voran. Bram brauchen ja auch wieder Dingens. Dann haben wir hier. Ein heiliges Projektil, durch das direkt besessen werden Feinde. Na, das klingt danach was. Ich brauche Knochen.
Hier hat leider nicht so funktioniert, wie ich gehofft hatte. Nicht ein anderes Vlies anziehen. Ja, wollte ich, aber ich hab's mir anders überlegt und dachte mir, einmal versuche ich es noch. Ich habe mir wenigstens ein 3-Sterne-Essen gesichert. Da der Anführer mein Geld hat. Kann ich mir. Was denkst du, was das gekostet hat? Das war Vorkasse für das Essen, lästert. Das war Vorkasse. So sieht's aus. Also in meinem Restaurant zum netten Kultisten bezahlt man in der Regel vorher, bevor man das Essen kriegt. Ach, Kacke. Okay, jetzt hab ich's aber. Verkacke ich's aber gerade ordentlich. Und wir holen uns das Herz hier noch schnell. Jetzt weiß ich halt nicht, wo es exakt durchgeht, ne? Eine Stelle, wo es weitergeht. Vielleicht ist es das. Okay. Ja, komm. Wir machen mal ein zusätzliches Lebenspünktchen. Einfach, ne? Safe is safe jetzt. Auch wenn wir das goldene Vlies anhaben, um den Schaden zu steigern. Netten Kultisten. Das klingt fast wie der Zwinge des Kiva. Ja, also super gut bei uns. Wir nehmen die Steine mit, dann verbessern wir die Waffen, damit wir auch gegen den Endboss mehr Schaden machen. Dann gehen wir zum Fragezeichen, weil ich hoffe, dass wir da noch was Schönes kriegen. Hat das Ding wirklich so viel Schaden? Es macht mega viel Schaden eigentlich. Immun gegen Gift. Na, das ist mal was. Chat, ich bedanke mich bei euch. Ihr habt mir nämlich diese Karte gegeben. Während ein Nahkampfangriff, der durch Aufladen verstärkt wird, oder wirf Gegner in deinen Reihen zurück und füge ihnen gleichzeitig Schaden zu. Nehmen wir den. Obwohl das mit dem Besessen auch wahnsinnig stark ist, aber hm. Ja,
Dann gehen wir gleich noch kurz den anderen Weg. Die Knochen, die würde ich gerne noch mitnehmen. Weil ich glaube, dass wir hier nochmal einen Kartenmacher haben. Yes, baby. Flüche verbrauchen 100% weniger Eifer, bitte was? Aber die Gier ist auch groß. Ne, komm, ich will den Boss töten. Und jetzt gratis? Nö. Dann check ich's nicht. Nein! Ich hatte so eine schöne Schadensteigerung und dann kriege ich so dumm Schaden. Ärgerlich. Gib mir eine gute Karte. Immunität für alles. Oh, Waffenschaden erhöht um 1,2, das ist gut. So, dann zum Fragezeichen, weil ich wissen will, was hier ist. Ja, Lilo. Mach kurz dein Zuhause kaputt, okay? Bevor ich hier dir zuhöre. Hi. Aro. Familienbande verwandelten sich stattdessen in Ketten. Der unersättlichste Appetit war gezügelt und eingedämmt. Die ansteckendsten Ideen abgeschnitten und weggebrannt, bevor sie faulen und sich ausbreiten konnten. Grausam, wahrlich. Doch welche andere Möglichkeit ward gegeben? Wie tötet man den Tod? Es ist unmöglich. Okay. Ist er der Tod? Kämpfen wir für den Tod? Das würde Sinn machen. Was nicht, das macht irgendwie Sinn. Irgendwie macht Sinn. So. Och nö, als ob er mich jetzt damit getroffen hat, mit diesem blöden Stachel. Zapp, hallo, zack, sau. Mann, ey. Ah, oh, ja, der hat eine Bombe hinterlassen, da bin ich... Okay. 10% Chance für kritische Treffer. Sweet. Gegner vergiften, das haben wir ja eh. Mann, ey, Jürgen. Knochen brauche ich. Gib mir Knochen. Ja, aber vergiften haben wir doch schon, Mann. Aber es macht so viel mehr Schaden. Quatsch, nur 0,1. Dann behalten wir den. Wieder eine Schadenssteigerung von 50. Irgendwo noch ein Herz zu kriegen, wäre halt ganz dufte. Echt jetzt?
Ja, da sind meine 50 wieder weg, ne? Dich wieder kurz vor dem Tod. Gib mir ein Herz! Verdammte Axt. Ja, das sieht scheitert. Das sieht nicht gut aus für uns. Unglaublich. Unglaublich. Ich hoffe einfach, dass ich am Ende noch mal was kriege. Ah, hier, ein halbes. Das rettet mich immerhin. War sogar ein ganzes. So, jetzt hier aber was. Lade mich auf! Ich krieg nichts. Ich muss, glaube ich, mit dem arbeiten, was ich habe. Los, Pilze, gib mir Kraft! Auch nicht. Ja, tja, dann. Wünsche mir Glück. Kartenarmee bis zum Abwinken. Endlich! Ich habe mich schon darauf gefreut. Mach deinen Frieden, Kreatur! Du wirst diesen Tempel nicht wieder verlassen. Ja, das fürchte ich eben auch gerade. Wunderschön bist du. Uff. Okay, here we go. Alright, now I see. Ja, ja, verstehe. Okay, der hat einfach... What? Was ist das für eine Zunge? Okay, ich glaube, so könnte es klappen. Indem, dass ich einen fetten Boost kriege und dann den Zauber auf ihn drauf haue. Seht ihr, wie viel Schaden ich mache? Oh gut. Das darf ich halt nur nicht Punkte verlieren. Oh mein Gott. Boah. Naja, Leute, natürlich noch große, absolut kein Thema, Mann. Ich habe ihn gesehen. Scheiße. Ja, aber es war nicht schlecht. Es war nicht schlecht, ne? In der nächsten Folge dann. Wir bereiten hier noch ein paar Sachen vor, aber in der nächsten kriegen wir den. Hallo? Ja? Was möchtest du? Welcome.
Großer Anführer, glaubst du, wir können bald etwas Extravagantes zu essen haben? Zum Beispiel köstliche Fischgerichte. Ja, klar. Wie viele denn? Durchschnittliche Mahlzeit. Leckere Fischmahlzeit. Kräftige Fischmahlzeit. Scheiße, ich habe die Fische natürlich jetzt vorhin aufgebraucht. Erschöpfung. Ach komm, Mann, wie die. Und dann gehen wir schnell fischen. In der Hoffnung, dass wir die Sachen kriegen, um eine gute Fischmahlzeit zusammen zu basteln. Vielleicht müssen wir in der Nacht fischen gehen. Vielleicht ist das noch besser. So, es ist schon wieder jemand alt. Ich weiß aber noch nicht, wie wir damit umgehen. Ariston, der Gute. Der ist wie immer gepredigt hier. Neue Doktrin. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Materialist, erhalte Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Oder Fleisch, Eigenschaften. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Fleisch. Was lese ich denn da? Freigeschaltet. Der hat gar nichts mit Fleisch zu tun. Erhalte mehr Glauben, wenn du ein dekoratives Gebäude platzierst. Machen die falsche Idole. Einfach weil ich dachte, es sei Fleisch. Die Doktrin! Die falschen Idole. So, und damit fangen wir auch gleich an. Ich will nämlich was. Ich wollte nämlich schon lange mal was machen. Deswegen habe ich auch etwas vorbereitet gehabt. Und zwar das hier. Ich weiß noch nicht, ob ich sie hierhin machen will. Oder ob ich doch was anderes Dekoratives nehme. Wir könnten theoretisch auch die Kerzen machen. Die sind auch ganz schön hier. Chat, was meint ihr? Die Kerzen oder lieber die Laternen? Eine Quest durch Pilz, guckt zu. Ich weiß, aber die ist super teuer. Keins von beiden will kein Licht neben meinem Bett. So ein Kätzchen nebendran kannst du ja auspusten. Und du bist ja eh im Zelt. Das Problem nicht. So, wir machen das so, aber die machen wir noch hier hin, so, einfach weil es schön aussieht, damit, ne, ist perfekt. Die werden aber auch, die sind sogar besser. Moment. Machen wir es zu Hause noch schön. Ist besser.
So, ihr werdet ja auch nachher Häuser kriegen. Ne? Das ist auch das Nächste, was wir machen, dass ihr schöne Häuser habt. Können die Fritz eigentlich wieder losschicken? Sind beide noch unterwegs. So. Das muss ich jetzt natürlich machen. Wenn wir die Pilzstatue bauen wollen. Der Glauben kann nicht sinken. Haben wir überhaupt noch Kürbisse? Adler, mein Gott, wenn du krank bist, ab ins Bett mit dir. Fische wollte ich noch holen. Wenn sie immer um alles kümmern muss, komme ich zu nichts. Kann man das nicht eigentlich automatisch machen, dass jemand anders die hier sammelt? Kann ich da nicht jemanden einteilen? Olif, können wir mal kurz miteinander reden? Warte, Moment. Olif! Warte! Der Mann mit dem grünen Daumen. Ackerparzelle. Ah, vielleicht wenn ich eine bessere Farm mache, dann muss ich das nicht mehr selber machen. Das könnte sein. Hat schon was. Ja, die Latenzen sind schon ein bisschen sehr hell, da habt ihr schon recht. Die gute Fischmahlzeit wollte ich eigentlich noch schnell machen. Komm, ich gehe noch ganz fix, gehe ich noch schnell. Scheinbar kann ich nicht ganz fix noch schnell was machen. Auf irgendeinen Grund darf ich nicht weg. Wir tanzen noch den Todestanz. Gehen langsam die Knochen aus. Also gut. Ich werde nachher wohl nochmal versuchen, da angreifen zu müssen. Krankhafter Durchfall. Durchschnittliche Fischmahlzeit. Ja, das habe ich natürlich jetzt gerade nicht. Hä? Ja, ich mache mal wieder Bärenmahlzeit. So. So, also, wenn ihr so auf dem Let's Play Channel guckt, meine Damen und Herren, dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, ja. Und in der nächsten Folge werden wir versuchen, diese Fischmahlzeit zu machen. Wir werden noch versuchen, den nächsten zu töten. Sind schon recht tough. Hier ist auch jemand angekommen. Da werden wir dann nachher in der nächsten Folge. Nachher in der nächsten Folge dann der Person reden. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.